Er hat es tatsächlich geschafft. Elon Musk hat die Batteriefarm in Australien in weniger als 100 Tagen gebaut. Wir hatten ja hier schon mal vermutet, dass die Batteriefarm viel früher startet, aber die Powerpack Celebration im September war wohl nur eine kleine Feier. Jetzt aber ist es soweit. Wie weit genau und warum Musk jetzt 50 Millionen Dollar spart? Jetzt in Klicks und Science Fiction. Herzlich willkommen. Es ist ein absolut sensationelles Projekt, die größte Batteriefarm der Welt. Am 10. März hatte Musk getwittert, dass Tesla die Energieprobleme des Bundesstaates Südaustralien in 100 Tagen lösen wolle und darauf würde er wetten. Südaustralien leidet darunter, dass immer mehr Kohlekraftwerke abgeschaltet wurden und Windparks und Gaskraftwerke jetzt nicht in der Lage sind, ausreichend Strom zu produzieren, um die Belastungsspitzen abzufangen. Immer wieder kommt es dort zu Stromausfällen, ein systembedingtes Problem regenerativer Energien. Egal ob Solarzellen oder Windkraftwerke, der Strom steht nicht dauerhaft zur Verfügung. Elon Musks Lösung für dieses Problem, ein Netzwerk aus Batterien. Er will die Energieversorgung revolutionieren. Dazu gehören Solardachziegel und die Powerwall-Batterien und Batteriefarmen. Seine Vision, ein Netzwerk mit Batterien in Wohnungen und Häusern und Batteriefarmen und die Stromerzeugung aus der Sonne mit Tesla Solarziegeln. Und für die Tesla Elektroautos wird so preiswert und umweltfreundlich Strom erzeugt. Und er scheint dazu tatsächlich relativ problemlos in der Lage zu sein. Mit der Fertigung des Tesla Modells 3 hat er ja riesige Probleme. Er kann die Produktion einfach nicht richtig starten. Noch wird das Model 3 quasi von Hand in extrem niedrigen Stückzahlen gefertigt. Schon wird Tesla deshalb ein frühes Ende vorausgesagt. Aber Musk hält dagegen. Gerade hat er den Tesla Strom-LKW vorgestellt und einen Supersportwagen, der 400 Kilometer pro Stunde schnell sein soll und in 1,9 Sekunden von 0 auf 100 beschleunigen soll. Wow, Musk kann von seinen Problemen ablenken. Aber in Australien hat er jetzt geliefert und hat gezeigt, dass er auch super ehrgeizige Zeitpläne einhalten kann. Am 1. September wurde der Vertrag für die Batteriefarm unterzeichnet und jetzt ist es soweit, schon nach knapp 90 Tagen. Und das war auch bitter nötig, denn jetzt fängt in Australien die heiße Jahreszeit an. Der Sommer auf der Südhalbkugel ist ja genau dann, wenn bei uns Winter ist. Und da werden die Klimaanlagen eingeschaltet und ordentlich Strom verbraucht. Für die Batteriefarm in Australien ist Musk deshalb eine Riesenwette eingegangen. Er wettete, die Farm in 100 Tagen zu bauen. Dabei wird sie eine Kapazität von 100 Megawatt haben. Sie ist in der Lage, 30.000 Häuser mit Strom zu versorgen. Laut Musk ist sie damit dreimal stärker als jede bisher auf der Welt gebaute Batteriefarm. In Kalifornien hatte Tesla ja bereits eine Farm aus Batterien Anfang 2017 fertiggestellt. Damals brauchte Tesla 90 Tage für 20 Megawatt. Für den Klimawandel sind das auf jeden Fall gute Nachrichten. Und auch für Deutschland sind solche Batteriefarmen ja extrem interessant, wenn wir komplett aus der Kohleverstromung aussteigen wollen, dann sind sie nötig. Zu all diesen Themen halte ich euch natürlich hier auf dem Laufenden. Wenn ihr kein Video verpassen wollt, dann drückt mir hier ein Abo aufs Auge und vor allem gebt mir einen auf die Glocke. Hier geht es weiter mit, dafür draufklicken, mit Tempo 200 unterirdisch durch die Stadt. Da revolutioniert Musk mal eben den innerstädtischen Verkehr. Das ist wirklich ziemlich irre. Also, bis dann. Bleibt dran.